Okay, gehen wir weiter. Hogan the Young, Digga. Was denn jetzt? Grinden, okay? Young Millions in Dizzy Wright. This about to be a motherfucking busy night. What's in a Sprite? That purple mix. If you ain't heard of my name, you ain't heard it. Ach, süßes Home-Studio, Digga. Ich mag das immer so, in die Leute da reinzuschauen. Ach, das war der, der so rumgehüpft ist, ne? Aber das fand ich geil irgendwie in der Vorschau. Das hatte irgendwie Vibe. Ich weiß nicht. Ist ein bisschen cringe, aber ist irgendwie trotzdem nice. Ja. We grind, grind for diamond. We want a diamond to shine. Yeah. I put the grinding on my mind. Ich find das nice. Scoop the wine into the plate, I'm feeling fine. Baby, come and try, would you try? Yeah, we grind. Ich find das Video macht's irgendwie noch nicer. Ja, es ist so ein bisschen, irgend so ein Mix aus bisschen unangenehm, aber irgendwie nice, weil er es einfach so fühlt. We step in the private, my mind is a riot. Yeah, I put the grinding on my mind. Scoop the wine into the plate, I'm feeling fine. Baby, come and try, would you try? Man sieht halt, dass er Spaß hat, so einfach, ne? Man, my mind twisted brain, putting out flames, hope I don't kill. Damn on me, putting a knife, all of my health, bleeding out still. Put myself back up again, can't be hanging around in these streets. Was ist das aber, ist das ein Deutscher? Also, weil das klingt, das Englisch klingt nice so, finde ich, oder? Also man hört das jetzt nicht so raus, so. Klingt nicht nach diesem Denglisch. Don't know what I need, boy, but I count it on fleek. Can I swear myself, I wanna wait and live. In this position, I look sad as I'm gonna get. I push the diamonds in my head because I need. This my talk, so I'ma go be here. We grind it, we grind it. Also musst du ja auch erst was schaffen, als Charakter so, ne, so als Person, das Video alleine zu tragen. Ohne Cuts. Ich meine, das Sensory saß auch nur am Tisch, aber da wurde halt viel gecuttet und viel mit so Effekten und so, ne? Er hüpfte einfach nur rum. Alter, was hab ich hier für ein... Was hab ich denn hier gemacht, Alter? Ach du Scheiße. Das tut mir total leid, Hogan the Young, was ich hier gemacht habe. Das ist nicht... Das ist... Das wollte ich nicht. Gut, das ist ein guter Pause-Screen. We want a diamond to shine. Yeah. I put the grinding on my mind. Scoop the wine into the plate, I'm feeling fine. Ey, ich meine, das ist halt gar nicht die Mucke, die ich höre, ne? Aber es für mich jetzt so als Unbeteiligter in dieser Sparte klingt es, ja, ne? Also für das, was es sein soll, wahrscheinlich ganz nice. Das sind so Sachen, da weiß ich immer nicht, was ich dazu sagen soll. Es klingt halt alles sehr rund, ne? Also da, wenn du jetzt so von diesen grundsätzlichen Rapper-Attributen ausgehst, ne? Flow und Takt und da klingt es alles rund. Vielleicht gibt es ja Leute, die in dem Bereich mehr so englischsprachigen Rap hören und die Richtung und weiß nicht, da mehr zu sagen können. Fällt mir ein bisschen schwer, weil, ja, ist jetzt nicht die Mucke, die ich halt höre. Ne? Und der hat eine gute Aussprache, das finde ich eben auch. Ja, ich finde auch, dass der eine gute Aussprache hat. Ja, fast so eine gute Aussprache wie Koloff. Na, bei Koloff, finde ich, hörst du schon krass raus. Ne? Weißt du nicht, ob es ironisch gemeint war? Also bei ihm klingt das weitaus authentischer nach Englisch, finde ich, oder? Ja, den Akzent hört man leider im Part sehr. Mir ist das jetzt nicht so aufgefallen. Also ich glaube, Leute, die so auf diesem Film stehen, die haben da, glaube ich, Spaß mit. Und er fühlt es halt einfach so krass, Digga. Das macht's aber geil irgendwie. Das macht's geil. Ich glaube, hätte ich den Song jetzt ohne Video gehört, dann wäre das eher so, ja, aber das Video haut's für mich irgendwie raus. Das gibt mir einen Unterhaltungswert. Get me some bitches, the number be three like a destiny child. Rene, go out there, live your life. Yeah, we grind it. We grind for diamond. We want a diamond to shine. Yeah, I put the grinding on my mind. Scoop the wine into the plate, I'm feeling fine. Ich feier den. Come and try, would you try? Yeah, we grind it. Ich glaube so, das ist halt einer, mit dem könntest du so geil chillen, oder? Mit dem einfach rumhängen, labern, Digga, einfach ein bisschen die Zeit vertrödeln, so kann ich mir bei dem so geil vorstellen. Scoop the wine into the plate, I'm feeling fine.
to come and try what you try. Wie er einfach durchzieht und weiter danst. Ah, sympathischer Dude, Alter. Cool. Ja, da kann ich aber schwer was zu sagen. Ne? Da kann ich schwer irgendwie jetzt mehr als das sagen, was ich schon gesagt habe. Sympathischer Typ, ich bin gespannt, wie er die nächsten Videos gestaltet. Ob er so dauerhaft der ich tanze im Video rum und bringe so die Gefühle zum Ausdruck oder ob er da noch eine andere Herangehensweise hat, wird auf jeden Fall interessant zu sehen. Was im Hintergrund auf dem Bildschirm einfach voll eine Folge, ach, das war eine Folge Spuks aus, siehst du, das habe ich gar nicht gepeilt, Digga. Das habe ich gar nicht gecheckt. So, gehen wir rein und gönnen uns Gay Butters, Alter, ne? Ein Song für schlechte Zeiten. Ich gehe davon aus, wir kriegen gute Laune. Rona, 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 Rona. Ich sitze hier allein zu Haus, weiß nicht mehr, was ich tun soll, Tag ein, Tag aus. Okay, Bruder, ja, Mann, ich fühle es schon. Ich weiß genau noch, wie es war. Fühlt euch mal alle zurück, Chat. Ich rauche leider keine Kippen mehr. Ich würde das Ganze im Feuerzeug nehmen und das so hin und her leuchten. Macht ihr es mal für mich, okay? Alle Feuerzeuge jetzt in die Luft und hin und her. Hände waschen ist nach jedem Grabschen nötig. Ja, Mann. Nicht mal Gruppenorgien sind gerade möglich. Au, für Gay Butters muss das eine harte Zeit gewesen sein, Dicker. Mein Job verloren, die Kollegen auch. Keine Nudeln mehr bekomme, ich hab einen leeren Bauch. Der einzige Dank, ein Brief vom Altersheim. Ich hab da letztens genießt, heute haben alle frei. Hart. Ich seh Panik mache, dort und hier. Seit wann sind Noten billiger als Klopapier? Keine Hilfe in Sicht von der Politik. Ich mach's einfach wie mein Aces, ich seh's positiv. Denn ich kann ja noch wichsen. Ich kann ja noch wichsen. Anstatt draußen vor Fremden, jetzt zu Haus mit den Händen. Ich kann ja noch wichsen. Ich kann Bro. Ja noch wichsen. Ich kann, wo bin ich hier gelandet, Alter? Hilf mir raus hier. Ich kann ja noch wichsen. Ich kann ja noch wichsen. Hör auf, dein Mic zu schrubben, Digga. Ich kann das nicht. Hör auf damit. Hab kein Geld für den Monat, doch hab Premium Porn hab. Ich kann ja noch wichsen. Yeah. Das Komische ist, dass es mich auf eine ganz weirde Art und Weise berührt. Ja, eine helfende Hand in schweren Zeiten kann in zwei Minuten jeden Ärger vertreiben. Ihr seid gerade im Homeoffice. Ich google, wie viele Arten es vom Blowjobs gibt. Egal wie eklig dein Fetisch ist. Online findest du alles in wenigen Klicks. Ob Käsedick oder Knebelfick. Oder du die Porno-Dialoge episch findest. Ob du Palmen wedelst oder Schlangen knetest. Digga, macht jetzt hier wirklich so ein Porno-Genre-Part, Alter. Aber er denkt sich halt auch immer wieder was Neues aus, ne? Man muss sagen, Digga. Oder Knebelfick, oder du die Porno-Dialoge episch findest, ob du Palmen wedelst oder Schlangen knetest, ob du mit deiner aufgestellten Fahne segelst, Bananen schälen oder Garage kehren, den Sack entleeren, ob du zu Satan betest. Du kannst Hefte von der Tank gelesen, willst du Respekt ernten, musst du Samen sehen, Hauptsache du bleibst... Willst du Respekt ernten, musst du Samen sehen. Bro, Alter, Gay Butters, Digga, was ist los mit dir? Du kannst Hefte von der Tank gelesen, willst du Respekt ernten, musst du Samen sehen, Hauptsache du bleibst in deiner Scheiß-Garantie. Denn du kannst ja noch wichsen. Du kannst ja noch wichsen. Draußen kannst ja noch wichsen. Ich hab Angst, dass meine Nachbarn denken, Digga. Ohne Witz, die denken, ich kann noch wichsen. Meter Abstand drin im Gangbang of Brothers. Du kannst ja noch wichsen. Du kannst ja noch wichsen. Du kannst ja noch wichsen. Hart. Draußen vor Leuten, jetzt im Browser vor Leuten, du kannst ja noch. Was ist mit ihm los, Digga? Draußen vor Leuten, jetzt im Browser vor Leuten, du kannst ja noch wichsen. Mit eures Penises. Bro, Alter. Ich fühle mich so ein bisschen, als würde ich so mit 33 nochmal American Pie gucken. Ich lache, aber ich schäme mich so ein bisschen dafür, dass ich lache. Das Einzige, was in diesen Tagen nach oben gehen sollte, ist die Spitze eures Penises und nicht die Infiziertenkurve. Deshalb bleibt doch einfach mal zu Hause. Glaub mir, solange Julian nicht Kippen holen geht, ist alles bald wieder in bester Ordnung. Und auch wenn mal alles nicht in bester Ordnung ist, denkt immer dran.
Wir können ja noch wichsen. Wir können ja noch wichsen. Weil ist wirklich eine krasse Hymne, ne? Der Puff hat geschlossen, doch YouPorn hat offen. Wir können ja noch wichsen. Wir können ja noch wichsen. Wir können ja noch wichsen. Also dieses Video wird safe gelb, Alter. Aber auch geil, wie er es in so einem Troll-Track noch geschafft hat, irgendwie eine gute Message mit reinzubringen, oder? Es gibt Gangbang mit Opas und Premium Pornhub. Danke, Corona. Er hat auf jeden Fall was Gutes in dieser Corona-Zeit gefunden. Das muss man ihm lassen. 20 Uhr live auf Twitch, Name der Gay Butters. Facebook tot, YouTube so gut wie tot. Instagram wäre nur noch ein Channel, den ich sterben lassen würde. Fühl ich. Einigermaßen. Was willst du sagen, Digga? Legendäre Runde. Sehr unterhaltsame Runde. Also vor allem für die Zeit ist es, glaube ich, auch nur ein cooles Ding gewesen. Ich meine, die Corona-Zeit war schwierig, wir haben schon ein bisschen drüber geredet. Ne? Und dann bringt er hier so eine gute Laune-Hymne, Leute zum Schmunzeln. Coole Idee auch. Ne? Also und vor allem auch, was so diese ganze Audioqualität und so von ihm betrifft, wenn man sich so die Anfänge anhört und dann hier so, das hat sich auch gut entwickelt. Man konnte sich das auch echt gut anhören, muss man sagen. Also man konnte sich das gut anhören, das war gut gemacht. No joke. Was? Wie die Hook auch jedes Mal abgeändert ist. Finde es unironisch einen geilen Song. Wo merkt man, was dahinter steckt? Also, das war auf jeden Fall nicht hingerotzt. Das glaube ich nicht.